Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ich diese zwei Eisbären male. Die habe ich im November sogar schon, für eine Weihnachtspostkarte gemalt und die haben mir total viel Spaß gemacht und ich mag das Bild irgendwie immer noch, vor allem weil es sehr, Ton in Ton eigentlich ist. Es ist nicht bunt, es ist irgendwie harmonisch und ich mag das. Vielleicht, weil es auch was komplett anderes ist als die Bilder, die ich sonst viel male. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie euch das Bild gefällt. Das wäre theoretisch sogar ein Motiv, was für Anfänger geeignet ist. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich irgendwie in der Technik euch mal ein Tutorial drehen könnte. Das könnt ihr mir ja auch mal sagen, ob euch das interessieren würde. Entweder ob genau dieses Motiv nochmal interessant wäre als Schritt-für-Schritt-Tutorial oder ob einfach ein ähnliches. Und großartig was zu dem Bild erzählen brauche ich, glaube ich, nicht. Kommt nicht viel drin vor. Ich habe unter anderem, das seht ihr jetzt gerade, mit Salz gearbeitet. Dadurch kann man diesen flockigen Hintergrund machen. Das ist immer ganz schön, wenn man irgendwie ja sowas wie Schnee andeuten möchte oder ich finde, das hat auch immer so ein, also gerade in dieser Farbkombination, so ein schönes Gefühl von Eis und Kälte und Frost. Ich weiß nicht, ob nur mir das so geht, aber es kommt bei mir immer so an. Und deswegen nutze ich das für solche Motive einfach sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht so genau, worüber ich mit euch sprechen möchte oder sollte. Ich möchte einfach wieder so ein bisschen ins Video drehen reinkommen. Eins meiner Neujahresvorsätze war unter anderem, YouTube wieder ein bisschen in Angriff zu nehmen, denn ich vermisse es einfach. Also es ist nicht nur eine Sache, dass ich sage, irgendwie will ich das so ein bisschen zum, dass es auch einen finanziellen Aspekt hat oder ähnliches. Das ist mir gar nicht wichtig. Klar, das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber mir geht es einfach auch darum, einfach mein Hobby wieder ein bisschen mehr ausleben zu können und das auch mit anderen kreativen Menschen zu teilen oder Menschen, die kreativ werden möchten. Und mir hat das einfach immer unglaublich viel Spaß gemacht und war mir immer sehr, sehr wichtig. Aber irgendwie, ja, oft lag es daran, dass ich einfach zu perfektionistisch gewesen bin. Ich habe ein Video auf meiner Festplatte, das war ein Aquarell für Anfänger-Tutorial, wo ich ein zweites Mal so ein Techniken-Video gemacht habe. Und meine Kamera war so ein Hauch aus dem Fokus und deswegen habe ich es nicht hochgeladen. Ich versuche die ganze Zeit ein zweites zu drehen, aber es kriege ich dann irgendwie auch nicht hin und ja, ich weiß auch nicht. Ich schaffe es da manchmal nicht so ganz, meinen Schweinehund zu überwinden. Das will ich aber dieses Jahr in Angriff nehmen, dass ich es einfach mehr durchziehe, weil, wie gesagt, ich liebe es. Ich liebe den Austausch mit euch. Ich liebe es einfach, euch Dinge zu zeigen, wenn ich irgendwie Nachrichten kriege, dass jemand durch mich wieder mit dem Malen angefangen hat oder einfach auch nur ein Video hilfreich war oder schön anzusehen oder dass man beim Schlafen, also beim Einschlafen irgendwie ein Video von mir noch hat laufen lassen. Das sind einfach Nachrichten. Ich freue mich da so wahnsinnig drüber und ja, ich vermisse es. Deswegen ist das so mit mein Hauptjahresvorsatz, dass ich alle Social-Media-Sachen wieder ein bisschen ernster nehme und damit fange ich jetzt an. Und verzeiht mir bitte, wenn die ersten Videos noch ein bisschen komisch sind. Ich muss, glaube ich, wieder in dieses Sprechen mit euch reinkommen, aber ich freue mich da wahnsinnig drauf. Diese Eisbären, ihr seht, dass ich tatsächlich mit ganz, ganz wenigen Farben nur gearbeitet habe. Im Hintergrund hatte man, glaube ich, tatsächlich nur zwei Blautöne und Payne's Gray heißt die Farbe. Das ist so ein ganz, ganz dunkles Grau-Blau-Gemisch und ich liebe es. Also das kann man wirklich für sehr, sehr viele Dinge gut nutzen. Und ich kann irgendwann mal ein Video machen, wo ich euch irgendwie so die perfekte Aquarellpalette oder sowas vorstellen kann, welche Farben man drin haben sollte, die sehr nützlich sind, die man für viele Sachen benutzen kann. Wenn ich so eins machen würde, wäre das eine der Farben, die auf jeden Fall mit drin wäre. Die kann ich euch nur, egal von welcher Marke, erstmal ans Herz legen, sich diese Farbe mal anzugucken. Ja, und bei den Eisbären habe ich so in so Ocker-Gelbtönen, aber auch alles sehr gedeckt und nicht kräftig gearbeitet und dann nochmal dieses Blau vom Hintergrund mit reingebracht. Ich wollte einfach, dass das alles, dass die Eisbären im Vordergrund sind, aber gar nicht so
herausstechen, das ist irgendwie so, ja, ich weiß auch nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Das ist alles so ein bisschen Ton in Ton einfach ist. Aber trotzdem so ein bisschen verspielt. Der Hintergrund hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe zum Schluss auch noch so mit Pinselspritzern so ein bisschen um die Eisbären drumherum. Und das war ein relativ schnelles Bild. Ich saß da wirklich nicht so lange dran, vielleicht 1,5 Stunden. Und habe dabei eine Serie geguckt, wo ich dann auch noch ab und an mal abgelenkt war. Also das effektive Malen war dann nochmal ein bisschen weniger. Es hat einfach Spaß gemacht. Also das ist einfach auch mal was anderes. Ich weiß nicht, falls ihr mir bei Instagram folgt, da habe ich mal so ein Mädchen im Badezimmer gemalt. Ich glaube, ich habe es tatsächlich noch gar nicht komplett gepostet, weil ich nicht weiß, wie ich es fotografieren soll, weil es relativ groß ist. Aber da habe ich in meinen Stories immer mal so Work in Progress Bilder gemacht. Und das ist einfach überladen mit allem Möglichen. Ich liebe sowas. Also ich finde das toll. Also ich habe mich da wirklich verausgabt mit den Farben und mit Details und mit den absoluten Kleinigkeiten. Aber da sitze ich dann halt auch Stunden und Tage dran. Und dann ist sowas mal ganz schön. Einfach ein Bild, was man in 1,5 Stunden fertig bekommt. Und ja, irgendwie finde ich die beiden Eisbären ganz schnuckelig. Und da würde ich gerne mehr Tiere so in diesem Stil malen. Einfach nur, ja, so ein kleines atmosphärisches Bild von den Tieren in ihrem Lebensraum. Ja, das Video ist jetzt gleich auch schon fast zu Ende. Und ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr euch freut, dass hoffentlich bald ein paar Videos wieder kommen werden. Und ihr könnt mir gerne immer in die Kommentare schreiben, welche Videos euch interessieren würden, ob ihr gerne auch viel so Timelapse-Videos seht, wo ich einfach ein Bild male und irgendwas zu quatsche oder auch nur Musik im Hintergrund läuft, oder aber ob ihr wirklich Tutorials sehen möchtet und wenn ja, in welche Richtung am liebsten. Ihr könnt mir immer gerne alles Mögliche schreiben und ich freue mich darüber. Ja, jetzt kommt gerade der schönste Teil, wo man das Washi-Tape oder Klebeband abmacht und diesen schönen weißen Rand sieht. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und wir sehen uns ganz bald.